So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry Primal. Und wir sind in derselben Aufnahmesession wie gestern schon angekündigt, immer noch. Und wir wollen heute mal die Quest von da machen und dann schauen wir mal weiter, wie es vorangeht. Ich hätte, wie gesagt, gerne, wie ich schon angesprochen habe, 6 Level. Momentan habe ich 3 und für den nächsten Scheiß, den ich mache, egal was es ist, kriege ich noch eins. Das heißt, ich habe dann praktisch 4 Level. Und ich hätte, wie gesagt, gerne, ich will da keinen Bogen eigentlich verwenden für, weil die Dinge sind eigentlich billiger, ne? Kann man das damit nicht runterschießen? Kann man echt nicht. Okay. Ist sowieso nur Scheiße drin. Warum? Was habe ich mir eigentlich erwartet? Gut, also. Was? Niemals 2000. Hier in die Richtung. So, geh mal weg. Da ist irgendwie eine falsche Markierung gesetzt. Ich weiß nicht, auf was ich die gesetzt habe. Nee, die stimmt. Ah ja, jetzt hat es ja richtig. Gut. Ja, okay, auf geht's. Ich hätte auch gerne noch einen Stripe Wolf. Der fehlt mir auch noch in meinem Repertoire. Fällt mir gerade so ein, ne? Jetzt ist aber Ruhe, Leute. Ich muss sowieso noch alle Viecher tamen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache für einen Livestream, alle Viecher zu tamen, die ich halt tamen kann. Weil der Rare Black Jaguar zum Beispiel, der wird halt... Also, was fehlt mir denn generell noch? Mir fehlt noch der hier, Rare Black Jaguar. Ein normaler Dole, glaube ich. Der Stripe Wolf. Und ich glaube, das war's. Ja, müsste gewesen sein. Ist eigentlich gar nicht so viel, das kriegt man eigentlich relativ schnell hin. So. Jetzt erstmal aber zu dem Ding, wo da uns hinschicken mag. Was auch immer es da genau geben wird, ich weiß es noch nicht. So, wählen wir das hier wieder aus, den Stone Shard. Der ist mir dann doch sympathischer, glaube ich. Oder Berserk Shard eigentlich besser. Das ist halt wieder genauso eine Quest, die wir von dem anderen Kollegen schon bekommen haben. Und da ist irgendwo eine Isila Mask. Da oben. So. Ich weiß gar nicht genau, was ich so machen muss. Das glaube ich mal so, dass ich eine Eule hole und die Eule das halt mal abchecken lasse, was jetzt abgeht. Was ist denn los hier oben? Stolen Trophies. Okay, ich muss irgendwelche Trophies stehlen. Am effektivsten wäre es natürlich, wenn ich es schaffen würde, dass ich die Horntypen als erstes erlege. Beziehungsweise ich könnte hier auch voll reinballern, also die Stingbombs. Ich muss nur ganz schlau an die Sache rangehen, das ist so das Ding. So, pass mal auf, wir machen das mal hier so. Ihr kriegt mal so eine Rotbomb. Ihr kriegt eine Stingbomb. Eine, zwei, vielleicht auch sogar drei. So. Bin ich entdeckt worden? Ich glaube, ich bin entdeckt worden. Nö, nicht mal. Kill den mal. Die da oben betteln sich jetzt ja hart, ne? Der Kollege ist dann auch erstmal weg vom Fenster. Vorne ist irgendeiner, den ich noch nicht gesehen habe. Da hab ich ein bisschen Sorge, dass der mich gleich entdeckt und dann irgendeiner sein Horn zückt. Ah, das ist so ein Typ auch, ne? Pass auf, die können wir aber easy beide holen, glaube ich, oder? Ne, beide nicht, okay. Du kriegst aber eine Firebomb, aber die Isila sind doch eigentlich immun gegen Feuer, oder? Ist doch ihre eigene Waffe. Ne, der verbrennt halt auch. Alles klar, Chef. Er verbrennt halt einfach auch. Weil er sich's wert ist. Kann ich den nicht umbringen so? Was ist das denn? Nee, den juckt das nicht. Den kann ich nicht umbringen so. Okay.
Dann bring ich einfach irgendwen um so. Und schick meinen Tiger auf den anderen da. Will nur die Leute von den Hörnern wegkriegen. Und das ist halt das, was mir auf die Nerven gehen kann später. So. The beast cannot reach the target. Ist auch eine interessante Rückmeldung so. Jetzt aber, ne? Ja, easy, Alter. Oh, das ist so ein großer. Aber den schafft mein Tiger alleine, glaube ich. Ich will halt undetected bleiben. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Bonus kriege, aber... Es geht mir auch ums Prinzip ein bisschen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Wenger Bracelet. Ich glaube, das ist sogar der letzte Typ ist hier. Ich gehe trotzdem noch mit der Eule ran. Man weiß ja nie, ne? Aber ich glaube, das ist der letzte. Ja, sieht echt danach aus. Gut. Perfectly fine. So, die Dinger habe ich. Sehr schön. War ja jetzt easy, ne? So, und hier gibt es doch sicher auch noch irgendwo Loot für mich oder so, ne? Ganz bestimmt. Das ist schon alles voll, da brauche ich nichts mehr. Ich check aber trotzdem hier die Dinger auf der Seite. Ich habe Skinwolf. Okay, ich dachte, das ist ein Stripe Wolf. Take Meat. Das nehme ich auch mal. Blue Leaf. Brauche ich halt überhaupt nicht, aber mitnehmen kann man es ja immer mal, ne? Ich check auch mal, was da oben ist. Interessiert mich auch noch. Das ist ja ziemlich sneaky hier, da muss ja was Gutes sein. Nee, doch nicht. Nichts Gutes. Man kann sich ja noch Hoffnungen machen, ne? Jetzt ist hier ein Wenger-Event random. Direkt nebenan, oder was? So macht man Wenger Event. Die sind aber auch schon nuts, dass die da solche starken Leute schon hinpacken immer. Schon krass eigentlich, ne? Ich meine, der Dude ist ja nicht ohne hier. Ja, ja, komm her. Du lebst noch einen weiteren Tag, mein Tigerchen. Du lebst noch einen weiteren Tag. Wir haben einen neuen Villager außerdem. Ist das Ding auf meinem Kopf gefallen gerade? Wo ist denn das hin? Oh. Soll die Zunge. Guck ich die Zunge an. Halt dein Maul. So, okay. Ja, dann haben wir das erledigt, ne? Das war's dann mit dem Ding von da. Zurückbringen müssen wir bei dem, glaube ich, nichts mehr. Wir sind fertig mit da. Wir sind fast Level 6. Ich könnte jetzt noch irgendwas machen, um Level 6 zu werden. Wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht so blöd außerdem. Ich meine, ich könnte das Bonfire... Bonfire gibt ja sicher XP, oder? Komm, lass mich gucken, ob es Bonfire XP gibt. Weil dann kann ich halt direkt nächste Folge dann nach oben und das halt erledigen, ne? High XP. Ja, genau. Machen wir uns da schon mal auf den Weg, dann chill ich dann beim Bonfire, logge mich dort aus, wenn ich das gecampt habe. Und dann machen wir nächste Folge des Mammuts. Das nehme ich vielleicht auch gleich noch auf, wenn ich dann schon oben bin. Because why not? So. Mama, ich will hier raus. Das hier aus wird es da weiter rein und nicht rausgehen. Obwohl, doch, da geht's raus. Sehr gut. Ja, die Winter Clothing, das habe ich eh schon. Also, erfrieren kann ich ja nicht mehr. Mir geht's ja gut. Ich bin warm bekleidet. So. Das ist aber trotzdem ein langer Weg jetzt, ne? Muss ich mal so sagen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich den am besten zurücklege. Ich muss einfach so hier außen rum den Weg da hoch. Ja, der Weg da, der ist perfekt. Das heißt, ich muss hier irgendwo auf den Weg kommen am besten. Es ist aber auch schon stressig, da hinzukommen, ne? Also, allgemein hier im Norden, aber auch im Süden generell, wo das alles so gebirgig ist, ist es echt schwierig, sich fortzubewegen. Da
wäre es echt praktisch, wenn man zum Beispiel so einen Adler reiten könnte oder so einen Saurier. Okay, Saurier gibt es ja keine, ne? In so einer Zeit spielt es dann auch wieder nicht. Aber wenn es Säbelzahntiger gäbe, dann müsste es eigentlich auch Saurier geben, oder? Nee, Quatsch, das ist ja Eiszeit, ne? Das ist ja was anderes als anderes, ja. So, und da muss ich jetzt dann links gleich. Das ist kein Rare Elk, ne? Das ist ein normaler. Alle Rare-Viecher würde ich halt mitnehmen, aber auf den Rest scheiße ich dann halt auch, ehrlich gesagt. Jetzt läuft mir der blöde Tiger hinterher, Alter. Das ist dann ernst, eigentlich. Oh, Mann, Alter. Lasst mich einfach in Frieden, Amen. Okay, alles gut. I live another day. Wölfe werde ich hier gar keine finden, denke ich mal. Wölfe sind ja nur nachts da. Die Viecher sind sowieso komplett unnütz mittlerweile. Ich glaube, die Viecher, die ich haben will, die werde ich hier eh nie finden. Also, keine Ahnung, ob sie macht was mitzunehmen. Weil ich habe alles gecraftet, ich habe alles gebaut. Ich glaube, ich kann gar nichts mehr mit Stuff machen, oder? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich noch auf irgendeinem Grund so weiter Stuff sammeln sollte. Also so Skins und was weiß ich was. Oder ob ich halt echt schon alles habe, was es überhaupt gibt. So, jetzt muss ich da den Weg einfach entlang, ne? Und dann hier oben habe ich dann diese Daisha-Hand oder so. Kann ich halt dann mal noch Ausschau halten. Ich hoffe mal, der ist jetzt nicht depper und geht mich nicht an. Ich hoffe, der ist einfach... Der chillt einfach nur. So, ein Venger Defend Event habe ich eigentlich gar keinen Bock, weil das dauert voll lange. Was ist hier vorne? Beast Repair, Protect Avenger von Predators. Das ist halt easy, ne? Habe ich schon 10 Cave Beers Dings Bumster Typen? Completed. Okay, easy. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Ich weiß es noch nicht. Okay, da oben ist das Mammutzeichen schon. Ah, ein Village habe ich bekommen, okay. Aber XP habe ich kein Level Up, ne? Ne, ich habe nur 200 XP oder so bekommen. Nicht wirklich worth it. Da ist die Hand. Oh, 210 Villager. Jetzt krieg ich noch mehr XP als vorher. Das ist doch schon was, ne? So. Wenn ich halt schon hier bin, dann nehme ich die auch direkt mit, ne? Das würde ich mir jetzt nicht antun, dass ich da jetzt irgendwo sage, ich muss hier nochmal herkommen. Und hier haben wir das Bracelet auch direkt. Das ist jetzt ein Zeitaufwand von, naja, nach 30 Sekunden oder so gewesen. Ist doch vollkommen okay. So. Dann noch hier nach oben. Bei den Venture Bracelets habe ich schon mehr als bei den Sealer Masks, aber das werde ich sowieso im Stream alles harvesten, soweit es geht. Ich will das Spiel halt eigentlich auf das habe ich schon mal gesagt, ich will das Spiel eigentlich gerne auf 100% durchspielen. Aber andererseits, wenn ich halt nicht muss, also wenn ich halt sag, ich komme mit den Folgen, ich will halt jeden Tag eine Folge bringen und in der will ich halt meistens Story machen oder halt zumindest irgendwas, was mich weiterbringt wirklich und halt nicht so Quests wie zum Beispiel dieses Venger Defend Event oder halt dieses Zeug sammeln, ne? Und wenn ich das halt irgendwann nicht mehr kann, also wenn ich sag, ja, jetzt muss ich halt die Main Quest machen oder halt was nicht mit der Quest zu tun hat, also mit der Story, dann würde ich mich halt dafür entscheiden, dass ich halt die Main Quest mache und dann spiele ich das Spiel halt durch und wenn ich es durchgespielt habe, dann werde ich, denke ich, nicht fertig streamen, weil ohne Storyplot ist mir das dann zu langweilig. So, das mit dem Mammut mache ich dann später, wie gesagt. Ich will schauen, dass ich zuerst das Bonfire annehme. Guck mal, das ist auch noch ein richtig großes Gebiet eigentlich. Aber hier kriege ich mein letztes... Nee, nicht mein letztes Bonfire. Mein vorletztes Bonfire oder so, glaube ich. Oder? Na, irgendwie so. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Na komm, da wirst du doch schon runter können. Das ist doch nicht so schlimm jetzt hier. Stell dich nicht so an, Tiger. Wir müssen noch immerhin ein Bonfire claimen. Und wir haben nicht mehr allzu lange Zeit dafür. Just saying, Kollege. Holen wir mal die Eule. So, ein Dicker wahrscheinlich wieder, ne? So standardmäßig Bonfire. Ah, ich habe mich schon gewundert, das ist kein Horn-Typ. Irgendwas falsch hier.
kämpfen die erstmal. Ich glaube, der da wird den umbringen. Und danach wird der da gegen den kämpfen und der wird den umbringen. Und dann kann ich den mit... Ja, genau. So, und der wird jetzt den umbringen und dann kann ich den da mit der Eule umbringen. Das ist so idiotensichere Strategie, die bei jedem Bonfire funktioniert. Sobald man diese Berserk-Dinger hat. Weil der Typ kann nicht gegen zwei Elite kämpfen, aber einen schon. Seht ihr? Ah, jetzt hat er mich aber gesehen. Also nicht gesehen, aber er rastet halt. Hat er jetzt gezogen? Ne, der hat nicht gezogen, ne? Witzig. So. Und das Bonfire ist meins. 14 von 15, glaube ich. Stimmt das? 14 von 16, Entschuldigung. 900 XP. Mit dem, was ich dazu bekomme, könnte das reichen. Ich bin jetzt bei 40%. 700 XP. Kriege ich mein Level up? Ja, habe ich. Oh, ich habe sogar fast noch eins. Okay, alles klar. Ja, das ist nice. Das heißt, wir sind fürs Mammut gewappnet, indem wir den Skill hier jetzt noch nehmen. Und dann haben wir die hier auch fertig, die... Genau. Increase the amount of damage your weapons inflict on animals. Und das ist halt wichtig für das Mammut. Das ist, weil das Mammut ist halt stark. Das ist halt echt stark. So, und da haben wir halt echt nur so Zeugs, was wir halt nicht wirklich brauchen, ne? Nehme ich mal an. Ist halt alles nicht so wichtig. Boar Skin. Ja, den habe ich jetzt unbedingt gebraucht. Das ist natürlich schon gut. So, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Und nächstes Mal machen wir dann das Mammut, wie angekündigt. Und ich werde mal ganz kurz noch auf die Map gucken. Ja, wir haben ja noch einen Outpost irgendwo. Aber nächstes Mal mache ich auf jeden Fall das Mammut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder, 16 Uhr, wie immer. Bis dahin, haut rein. Ciao.